Afrika TV. Stop Watching, Start Seeing. Das VIDC, Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit, organisierte gemeinsam mit dem Karl-Renner-Institut vom 27. bis 28. Februar 2014 eine internationale Konferenz zum Thema Stereotypisierung von ethnischen Minderheiten und Migrantinnen in der Popularkultur. Es ist ein wichtiges Thema, Rassismus gegenüber Roma und Sinti, Rassismus gegenüber Schwarzen, das sind wichtige Themen, gerade heute, gerade in Österreich. Die Konferenz mit dem Titel Stop Watching, Start Seeing fand im Rahmen des EU-Projekts BEAMS Breaking Down European Attitudes Toward Migrant Minority Stereotypes statt. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Helene Trauner, ich bin Projektkoordinatorin am VIDC Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit, und ich begrüße Sie auch recht herzlich zu dieser heutigen internationalen Konferenz Stop Watching, Start Seeing, eine International Conference on Stereotypes of Ethnic Minorities and Migrants in Popular Culture. Das Ziel von BEAMS ist ein größeres Verständnis über die Verknüpfung von rassistischer Stereotypisierung von Minderheiten und Migrantinnen einerseits und diskriminierendem Verhalten von Konsumentinnen bzw. der Bevölkerung andererseits zu erlangen. Gerade Medien- und Unterhaltungsindustrien sind mächtige Agenten von Stereotypisierung und rassistischen Zuschreibungen. Sie spielen eine elementare Rolle bei der Reproduktion sozialer Trends, der Bildung öffentlicher Meinungen und Diskurse. Sie produzieren und reproduzieren stereotype Repräsentationen von Gruppen, Communities und Individuen und fixieren Charakteristika und Identitäten. Medien and non-media cultural products are in fact powerful agents of generalizations, both in positive and negative. Entwicklungspolitische Arbeit in Österreich ist angesichts der fortschreitenden Globalisierung und der zunehmenden Heterogenität auch europäischer Gesellschaften vor besondere Aufgaben gestellt. Gegenseitiger Austausch fördert die Toleranz, und das wünsche ich dieser Veranstaltung ganz im Besonderen und bin überzeugt, dass dies auch der Fall sein wird, die im Kampf gegen Diskriminierung für die Wahrung der Menschenrechte und ein friedliches Miteinander unabdingbar ist. Das Ziel der Konferenz war es, den Blick dafür zu schärfen und der Frage nachzugehen, wie sich rassistische Stereotypisierungen auf die Wahrung fundamentaler Rechte und diskriminierten Gruppen auswirken. Dazu startete die Konferenz mit zwei hochkarätig besetzten Panels. Das erste Panel setzte sich mit Roma, Romnia und Sinti-Sintisa in Europa zwischen Stereotypisierung, Rassismus und Selbstrepräsentation auseinander und wurde von Cornelia Kogoi von der Initiative Minderheiten moderiert. Ja, dann gehen wir gleich in Medias Res. Also letzten Herbst, Sie kennen das wahrscheinlich alle, sorgte die Geschichte der kleinen blonden Maria, die in einer griechischen Roma-Familie entdeckt worden ist, europaweit für Schlagzeilen in den Medien. Noch bevor Einzelheiten dieses Falls feststanden, war in der Öffentlichkeit bereits das Bild entstanden, dass die Roma-Familie dieses Mädchen geraubt hat. Also alle Medien und auch die seriösen, was ich noch einmal eklatanter finde, haben sich zuerst auf dieses Bild beschränkt und erst allmählich hat man dann versucht, dieses eben zu relativieren. Dieses Bild der Roma als Kindsräuber zieht sich durch die Geschichte. Klaus-Michael Bogdal schreibt in seinem Buch, viele kennen das wahrscheinlich, Europa erfindet die Zigeuner, eine Geschichte von Faszination und Verachtung über die Konstruktion von, ich nenne das jetzt einmal Z-Bilder. Der europäische Kulturmensch ist all das, was die Zigeuner nicht sind. An ihrem Zustand sieht er, wie weit er es gebracht hat.
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, warnte vor einem neuen, zunehmenden, gewaltsbreiten Rassismus gegen Sinti und Roma in Deutschland und in Europa, der nicht nur diese Minderheit bedroht. Die Deutschen, Sinti und Roma leben seit 600 Jahren in Deutschland und sind Bürger dieses Staates. Die allermeisten der ca. 70.000 Angehörigen unserer Minderheit leben heute in Städten und Dörfern dieses Landes, integriert zusammen mit ihren Nachbarn, meist ohne dass ihre Zugehörigkeit zur Minderheit in dem gesellschaftlichen Umfeld überhaupt bekannt sind. Die Tatsache, dass viele Sinti und Roma ihre Identität nicht zu erkennen geben, hat ihre Ursache in der wohlbegründeten Sorge vor Benachteiligung im täglichen Leben und in der Erfahrung des Völkermords während der Nazizeit. Bei der mentalen Vorbereitung des Völkermords spielten Medien auch damals eine wichtige Rolle. 1935 hat der Reichsinnenminister Frick per Erlass angeordnet, ich zitiere, bei allen Mitteilungen an die Presse über Straftaten von Juden die Rassenzugehörigkeit hervorzuheben, eine Praxis, die gegenüber Sinti und Roma in gleicher Weise von den Nazis angewandt wurde. Dabei haben die Medien insgesamt für die Wahrnehmung, das Ansehen und damit auch für die Situation dieser Minderheit eine Schlüsselfunktion, wie man anhand aktueller Beispiele rund um das blonde Roma-Mädchen oder die Diskussion über Armutszuwanderung sehen kann, die ausschließlich am Beispiel von Roma thematisiert wird. Am Tag nach der Einweihung des Denkmals warnte der damalige Bundesinnenminister vor Armutszuwanderung in die deutschen Sozialsysteme. Im Januar 2013 veröffentlichte dann der Deutsche Städtetag ein Positionspapier zu den Fragen der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, in dem auf dramatische Entwicklungen in einigen deutschen Städten hingewiesen und Bund wie Länder mit Recht aufgefordert wurden, konkrete Hilfen für die Kommunen bereitzustellen. Diese Diskussion wurde aber in den Medien und in der Öffentlichkeit, also in der deutschen Öffentlichkeit, sofort als Armutszuwanderung ausschließlich am Beispiel von Roma thematisiert und mit Schlagworten wie Einwanderung in unsere Sozialsysteme, Zigeunereinwanderung verbunden und anschließend als Schaden für das deutsche Volk und so weiter kommentiert, immer verbunden mit dem Hinweis auf Roma. Miriam Angela Caroli, Leiterin der Kontaktstelle für Roma und Sinti im OSZE Office for Democratic Institutions and Human Rights in Polen, meinte, dass der öffentliche Diskurs über diese Minderheit vor allem ein Sicherheitsdiskurs sei. Stichworte Menschenhandel, Asylmissbrauch, Kriminalität. Das heißt, zunehmende Kriminalisierung, aber auch Roma sozusagen zur Zielscheibe zu machen, dass sie öffentliche Bedrohung sind oder die Sicherheit bedrohen. Und der zweite Diskurs, den man sehr massiv sieht, ist eben, dass es sich um sozial nicht adaptionsfähige Menschen handelt. Socially inadaptable people. Das kursiert auch in einigen Staaten. Auch die Regierung selbst zeigt kaum Interesse daran, die Situation der Roma und Sinti zu verbessern. Ganz im Gegenteil. Das geht ja so weit, dass viele Roma sich nicht trauen zu sagen, dass sie Roma sind. Ich nenne das, sie outen sich nicht. Ich benutze das Wort Outing bewusst, weil es auch ein Prozess ist, der einem Outing, so wie es bisher verwendet wurde, auch ähnelt. Ist mit Angst verbunden, mit der Angst, Freunde zu verlieren, am Arbeitsplatz Reputation zu verlieren und so weiter. Und ganz viele Roma geben so Sätze von sich wie, ja, die glauben eh alle, wir stehlen und wir sind schmutzig und wir stinken und wir sind kriminell und warum soll ich mich dann selbst offiziell als Rom benennen? Gilda Horvath, aufgewachsen in einer Lovara-Familie in Wien, ist eine junge ORF-Journalistin und Aktivistin, die sich für eine bessere Berichterstattung über Minderheiten in Europa, besonders der Roma-Community, einsetzt. Für Gilda Horvath war der Fall Maria besonders eklatant, da sogar Qualitätsmedien dieses Roma-Bild mittrugen. Als Gegenstrategien nannte sie Positivaktionen, zum Beispiel Harry Steuker, internationale Vernetzung, Protestbriefe an Medien sowie ein klares Bekenntnis der Politik zu den Roma und Sinti. Es gibt Initiativen im Internet von jüngeren Leuten, die versuchen, sich international zu vernetzen.
Initiativen von europaweit tätigen Journalisten, die zum Beispiel auffällige Aussagen von Politikern, wie wir gerade von Miriam gehört haben, festhalten und das kritisieren. Es gibt Organisationen und Menschen bei den Roma, die Protestbriefe verfassen an TV-Sender, die diskriminierend berichten oder komische Dokus bringen. Die Wahrheit ist aber, dass diese ganzen Kleininitiativen nur dann Sinn machen, wenn die Politik sich endlich wirklich stark und klar hinter die Roma stellt. Das zweite Panel mit dem Titel von Stereotypen zu Rassismus, Minderheiten, Medien und Menschenrechte, wurde von Michael Fanizadeh vom Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit moderiert. Es geht uns hier jetzt ganz eindeutig um die Bildsprache gegenüber den neuen Einwanderer-Communities. Also wir switchen jetzt ein bisschen vom Thema her von den alten autochthonen Communities in Europa, den Roma und Sinti, die von Rassismus und Zuschreibungen ja betroffen sind, wie wir im ersten Panel gehört haben, hin zu den, wie wir sie nennen, neuen Einwanderer-Communities, die ja so neu auch nicht mehr sind und im österreichischen Kontext zumindest, was die Menschen aus Ex-Jugoslawien betrifft, jetzt ja schon wirklich schon kaum mehr als Einwanderer-Communities zu bezeichnen. Anfangen werden wir aber mit den Zuschreibungen gegenüber den Schwarzen, der schwarzen Community, den schwarzen Communities in Österreich, in Deutschland, aber dazu wird Frau Piesche uns auch einiges erzählen können, bitte, Frau Piesche. Peggy Piesche ist eine schwarze deutsche Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie forscht vor allem zu Rassifizierungen und schwarzen Images, Kolonialgeschichte und kollektive Erinnerung. Auf meinem Weg vom Flughafen hierher sind mir dann auch gleich sofort zwei Bilder und zwei Beispiele ins Auge gesprungen von Werbeplakaten, die im Moment ganz aktuell sind, die Sie bestimmt auch alle kennen. Das ist zum einen dieses Licht der Welt, spenden Sie Augenlicht, sehr, sehr interessant. Und dann André Hellers letzte Shows, Afrika, Afrika. Beide Plakate, dachte ich ja eigentlich so ganz kurz, das kennen Sie vielleicht auch, so kurz vor so einer Präsentation, man ist ja doch immer noch so ein bisschen nervös. Und dann dachte ich, eigentlich brauche ich nur diese beiden Bilder nacheinander zu zeigen und damit ist alles, was ich sagen wollte, gesagt. Also die Show muss offensichtlich etwas zu Afrika sagen. Ich finde das schon ziemlich schwierig. Also wenn man Schwierigkeiten hat zu verstehen, wo ein Problem liegt, sollte man immer versuchen, das mal auf das eigene zurückzubrechen. Also wie würde so eine Show Europa, Europa aussehen? Und würde ich genauso reagieren und sagen, naja, das lässt mir nicht mehr viel Freiraum, Europa für mich selber zu denken. Da würden wir, so popelig klein Europa ist, kommen wir immer ganz schnell dahin zu sagen, das ist viel diffiziler, das ist viel komplexer, wir können nicht einfach so ein Gesamtlabel setzen. Und dann haben wir einen Kontinent mit einer langen Geschichte, mit einer komplexen, unkomplizierten Geschichte. Und wir wollen Bildangebote bekommen, die es uns einfach macht, Afrika an sich einzufüllen. Und das ist halt schon ein Image. Es gibt Werbung für Schwangere, Raucherinnen, Katzenliebhaberinnen, nicht aber für Schwarze. Schwarz kauft nicht, lässt sich aber gut verkaufen. Trotzdem setzt man besonders in den letzten Jahren verstärkt auf mehr Farbe in der Werbung. Als vor einigen Jahren die Frauenzeitschrift Amica in ihrer ersten Ausgabe einen unverhüllten schwarzen Mann auf ihr Titelfoto setzte, löste dies einen Sturm der Entrüstung aus. In Bayern war die Erregung besonders groß und es erging eine offizielle Beschwerde an den Deutschen Werberat, allerdings erfolglos. Die allgemeine Empörung beschränkte sich allerdings darauf, dass der Mann schwarz und nackt war. Dass man ihm künstliche Hörner aufsetzte als Verkörperung des Teufels, der mit einer erotischen Ausstrahlung eine Gefahr für die deutsche Tugend darstellte, daran störten sich die wenigsten. Das Image des Schwarzen vermittelt das Natürliche, das Wilde, charakterisierte Piesche, die Stereotypen der Hilfscommunity. Die sogenannten Afrika-Bilder und zumeist stereotype Images von schwarzen Menschen tragen solche und, wie ich meine, kolonialen Repräsentationsmuster in sich und finden sich in Schulbüchern ebenso wieder wie in der täglichen Werbung und Medienunterhaltung.
Jedes Bild trage bereits viele Images in sich. Es müssten diese Bilder deutlich gemacht werden, um sie dekodieren zu können. Die entsprechenden Assoziationen und Stereotype, die zu und über schwarze Menschen dem zugrunde liegen, sind vielfältig, beständig und oftmals schon selbstverständlich. Daher kann die Werbung auch nach Belieben genau diese alten Klischees fast schon triggern. Also das sind fast wie solche Orgel-Szenarien. Das Wilde, das Primitive, das Exotische in schwarzen Menschen immer wieder neu zu vermarkten. Eine Gegenwartswerbung, und zwar von der Christoffel-Blinden-Stiftung, die mit sehr viel Ausdauer gern noch so wirbt. Also die hat sie jetzt zwar rausgenommen, diese Werbung, nach langem Protest, aber dennoch dieses Spenden Sie Augenlicht in Afrika, das war ihre Idee, also einen schwarzen Mann zu zeigen, dem man buchstäblich das Geld in die Augenschlitze hineinwirft. Das erinnert sehr, sehr stark an die Spardosen in der Kolonialzeit, in denen man dann auch in verschiedene Körperteile von schwarzen Figuren Geld reinstecken konnte. Das ist schon nicht mehr nur unbewusst, was hier passiert. Erster Affe als Menschlein geboren und blaue Augen, rosa Babyhaut, das sind also die Merkmale für Menschlein, für Menschwerdung. Aber wir verstehen erstmal, was die uns sagen wollen, und das ist eigentlich das Empörende daran, dass wir verstehen, dass Menschsein gleichgesetzt ist mit Weißsein. Denn das ist im Prinzip genau das, was uns hier kommuniziert wird. Es würde nichts bringen, immer wieder die gleichen alten Bilder und Images zu besprechen und zu zeigen, meinte Beatrice Achaleke von M Media und Geschäftsführerin von Diversity Leadership. Damit setzten sie sich nur noch mehr in den Köpfen fest. Ich bin seit 19 Jahren in diesem Land, und was M Media heute macht, haben wir auch schon ziemlich lange gemacht. Und im Zuge der Vorbereitung ist es mir einfach klar geworden, wie lange die Reise zurückliegt, was wir alles nicht getan haben und welche Diskussionen wir heute nochmal führen. Und die Frage ist, war das alles umsonst gewesen oder tun wir noch so, als seien wir es seit heute da? Die ersten großen Bemühungen, die es in Österreich gab, schwarzen Menschen anders darzustellen, begannen mit der Gründung der Schwarzen Front Community. Davor gab es schon sehr viele Aktivitäten. Es gab schon Bemühungen nach dem Tod von Mofuma, von vielen schwarzen Menschen, andere Bilder von uns darzustellen. Aber 2014 starb Sebane, und wir wissen alle davon. Und das war der Moment für mich und drei, meine Kolleginnen Esther Maria Kürmeier und Ishraga Mustafa, zu sagen, wir organisieren uns, wir brauchen eine Stimme. Und in dem Moment, wo diesen Verein entstanden ist, gab Aktivitäten und es gab auch Kampagnen. Und einige dieser Kampagnen habe ich mitgebracht. Wir werden jetzt nicht jammern, wir sind überhaupt nicht arm, wir sind mündige Menschen, wir werden uns selber darstellen, wie wir haben wollen. Beginnen wir, wo die Bilder in der Öffentlichkeit standen. Das sind Bilder auch in Form von Texten. Die Bilder waren überall, also diese Plakaten im öffentlichen Raum, das war das erste Mal. Ich brauche Ihnen nicht sagen, wie viele Drohbriefe und wie viele Beschimpfungen, aber auch Beleidigungen wir dafür bekommen haben. Einige Begriffe, die du bereits genannt hast, war die Macht der Definition. Es war für uns ganz wichtig zu sagen, wie wir definiert werden wollen. Und es sei auch hier gesagt, dass es auch nicht unbedingt ankommt, wenn man jemand sagt, nein, du als Afroösterreicherin oder Schwarzeuropäerin, das gefällt mir nicht. Ich sage, es braucht Ihnen gar nicht gefallen. Ich habe die Macht, mich selbst zu definieren, und ich will so akzeptiert werden. Und ich glaube, auf dieser Ebene müssen wir mal pausieren und zuhören. Wir haben uns definiert als schwarze Europäerinnen, nicht weil wir so sehr Europäerinnen sein wollen, nicht weil wir weniger Afrikanerinnen dadurch werden oder schwarz, sondern weil es strategisch ist, um sich zu positionieren. Da hat die Peggy hat vorher gesagt, wie wichtig es ist, individuell und kollektive Definitionen und Wahrnehmungen, wie wichtig das sind. Und ich glaube, wenn wir von einer Gruppe reden, ist es ganz wichtig, dass man eine Strategie hat. Und diese Strategie kann mit einer Definition, einer Gruppendefinition beginnen. Es geht hier nicht darum, dass wir Erlaubnis brauchen. Es geht darum, dass Menschen, die hier sind, das Recht haben zu sagen, wen sie sein wollen und nicht ihr ganzes Leben damit verbringen wollen, um Recht zu fertigen, ihr Dasein, also ihr Daseinrecht zu fertigen einerseits und andererseits immer der zu sein, von dem man glaubt, dass sie sein soll. Denn das ist die Realität. Ich muss den sein, der der Mehrheit der Gesellschaft glaubt, dass ich sein muss. Nicht den, der ich wirklich bin. Und das ist sehr tragisch.
Ich könnte Ihnen von vielen Kampagnen erzählen, aber was wichtig ist, sind auch die Rückmeldungen, die man von der Gesellschaft mitbekommt, vor allem von den Mainstream-Medien. Manche waren sehr positiv, manche Rückmeldungen, einige waren richtig zerschmetternd. Aber wichtig sind nicht nur diese, wenn die Meldungen kommen, sondern die Kommentare unten. Wenn man die Kommentare liest, was, wer sagt was und wohin gehen die Diskussionen, dann denkt man, um Gottes Willen, in dieser Gesellschaft soll ich meine Kinder auf der Welt gesetzt haben, sie sollen zu dieser Gesellschaft gehören. Und das bringt einem so richtig zum Nachdenken. Es müssen aktive und andere Bilder verbreitet werden, zum Beispiel durch Kampagnen wie Remapping Mozart oder Black Austria. Gut, 2007 sagten Simon und ich, wir haben die Nase voll. Jetzt wollen wir andere Bilder in die Öffentlichkeit bringen und wir wollen auch zeigen, dass wir Deutsch können. Also haben wir die Black Austria-Kampagne gemacht. Black Austria zu sagen, Österreich ist nicht nur weiß, sondern sie ist auch schwarz und wir stehen zu unserem Schwarz-Dasein. Und es war ganz interessant, wenn man die Plakaten gelesen hat, die Amorin, die sagt, ich habe auf eure Kinder abgesehen, wenn dann eine Politikerin, mit der ich gut befreundet bin, zu mir sagt, Beatrice, ich habe eure Kampagne gesehen, es steht darauf, ich nehme euch die Kinder weg. Und das war für mich so klar. Das ist das Bild im Gesicht. Ich dachte, du bist deutscher Muttersprachig. Ja? Hast du Deutsch gelernt? Kannst du vielleicht lesen? Nein, da stand drauf. Ich musste die Plakate vor ihr Augen halten und sage, bitte lies mir das vor. Ach so, ich dachte, das steht drauf, ich nehme eure Kinder weg. Und ich glaube, das ist der Unterbewusstsein, von dem auch Peggy gesprochen hat. Welche Bilder haben wir dahin gespeichert und wann kommen sie zum Vorschein und wir setzen sie ein, überhaupt ohne nachzudenken. Und wir haben gedacht, Vorurteile, ja, die sind wie ein T-Shirt, man kann sie aus- und ausziehen. Und wir dachten, gängige Begriffe wollen wir hier einbauen, was man uns oft zuschreibt, Scheinasylanten, Scheinehefrau, Drogendealer. Und dachte, es wäre ganz wichtig, Prominente, die man sonst kennt, denen diesen Begriffe zu verpassen. Und wir fanden eben Fußball, Entertainer, Musiker, Fernseher, Moderatorinnen, die diesen T-Shirt anhatten. Und dann kam es, die Dodo kann doch keine Scheinasylantin sein. Dann sagten wir, ja, natürlich kann sie nicht, Vorurteile sind wie ein T-Shirt, ja. Woher wollen Sie wissen, dass ich Drogendealerin bin? Wenn Sie mich vielleicht kennenlernen, dann werden Sie wissen, wer ich bin, genauso wie die andere. Nur nicht jeder hat die Möglichkeit, sich vorzustellen. Und selbst wenn man sich vorstellt, ist nicht offensichtlich, dass diese Vorstellung ankommt und dass das angenommen wird. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ein Teil unserer Arbeit ist es, andere Bilder hineinzubringen. Ohne zu fragen, kommen die gut an oder nicht, sondern das sind die Bilder, die wir für angemessen und repräsentativ und würdevoll für uns und unsere Kinder sehen. Ich glaube, es gibt Bilder, die schon da sind, die ich nicht verändern kann, trotz allem, was ich tue. Es ist umso wichtiger, dass die neuen Bilder, die ich transportiere, aus der Perspektive von jemandem, der ausgesetzt ist, wahrgenommen werden und entsprechend akzeptiert werden. Und mein Wunsch wäre, dass diese Bilder langsam die Art angesessene Bilder, die von der Mehrheitsgesellschaft erschaffen worden sind, ersetzen. Denn wie gesagt, diese andere Mehrheit wächst. Und wenn wir uns die Demografie anschauen, wissen wir, dass ab 2040 die Großanteil von Arbeit berufstätigen, also Menschen in berufsfähigem Alter aus dem afrikanischen Kontinent kommen werden. Das heißt, Europa muss sich gefasst machen und sich öffnen, weil sie haben nämlich jede Menge zu verlieren. Der No More, das ist der Bier in Vorarlberg. Ich glaube, jeder weiß, wie das Bier heißt und wie das Logo ausgesehen hat. Und diesen Logo hat Simon und Mara. Mara ist Künstler aus dem Senegal, die haben gesagt, das wollen wir auch nicht mehr sehen. Sie sehen, was wir tun, wir jammern nur, wir sind tätig, wir liefern Lösungsansätze und das ist sehr wichtig. Und die Antwort ist, die Frage ist, inwieweit werden diese Lösungsansätze anerkannt, akzeptiert, willkommen geheißen oder eher bekämpft, weil man einfach aus der Komfortzone nicht heraus will, weil man dadurch auch Geschäfte macht und ich denke, auch wenn man sagt, wir wollen etwas bewahren, ich möchte mit diesen da schließen. Auch wenn man sagt, wir wollen unsere Tradition bewahren, ist es sehr klar, dass Tradition nicht die Anbetung der Asche ist, sondern eine Aufrechterhaltung der Flamme. Und Mandela sagte uns, it is always impossible until it is done. Bitte seien Sie mutig. Wir brauchen das. Danke. Applaus
Einen anderen sehr direkten, spielerischen, oft nicht politisch korrekten Umgang mit Rassismus und Ausgrenzung hat das Biber-Magazin Videlna Antia, Chefin vom Dienst von Das Biber, anhand einiger Beispiele zeigt. Im Biber erzählen wir vor allem Geschichten aus der multiethnischen Community oder, wie gerade schon gesagt, von den neuen Österreichern und Österreicherinnen. Und die Geschichten, die sind, da geht es um Politik, es geht um Gesellschaft, es geht auch viel um Lifestyle und natürlich auch immer um Integration und um Identität. Viele Geschichten wurden von ihnen geschrieben, da die Redakteur und Redakteurinnen meist selbst der Communities entstammen. Wir nennen daher auch unsere Community oder so unsere Redakteure wie Leser das, die Checker zwischen den Welten, weil sie sich nicht nur ganz normal hier als Österreicher und Österreicherinnen fühlen, sondern eben auch wissen, wie das ist, eine typische nervige Balkanschwiegermutter zu haben oder wie das eben ist, ständig zu Arztbesuchen oder zum Amt mitzugehen und eben eine Dolmetscherrolle für die eigene Familie zu haben. Wir spitzen nicht nur zu, wir brechen eben auch Klischees auf und wir decken sie auf. Am Anfang war das für die österreichische Medienlandschaft nicht nur ein kompletter Perspektivenwechsel, dass eben nicht nur über Migranten berichtet wurde, sondern plötzlich Migranten über sich selbst geschrieben haben. Aber es bedeutete vor allem auch einen Sprachkurs. Weil welcher Österreicher wusste schon vorher, dass eine Balkan-Lady ihn als Schwabo bezeichnet? Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, so einen Sprachkurs zu machen? Das ist kein Sprachkurs gewesen, das war eine Geschichte, die sich damals, das war glaube ich 2011, wenn ich richtig liege, das war noch vor meiner Zeit, angeboten hat, weil sie Realität gewesen ist. Das sind meistens bei uns Geschichten, die entstehen aus Beobachtungen und hier haben wir einfach kräftig zugespitzt und haben natürlich auch Feldforschung betrieben und das beschrieben. Was ist dran am Schwabomann? Da geht es eben um die feurige Balkan-Lady, die mit dem vielleicht eher faden, aber dann dafür doch so treuen Schwabomann zusammen ist. Das sind natürlich Geschichten, die durch viele Beziehungen komplett widerlegt worden sind, aber es spielt mit Klischees und sie machen halt einfach Spaß. Und gerade auch diese freche und politisch unkorrekte Sprache, die war am Anfang ein großes Markenzeichen vom Biber. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen erwachsener geworden, aber trotzdem ist es auch das Markenzeichen und nicht umsonst. Biber bedeutet übersetzt ins Serbokroatische und ins Türkische Pfeffer. Das heißt, wir sind eben mit scharf. Sehr kontrovers diskutiert wurde zum Beispiel der Begriff Mischling nach einer Biber-Cover-Story zu diesem Thema. Ganz oben ist der Alaba-Effekt. Da hat eine Redakteurin aus der Ich-Perspektive beschrieben, wie das für sie war, als dann plötzlich Alaba so zum Superstar von den Medien gemacht wurde und diese Prominenz gewonnen hat. Und sie bemerkte plötzlich, dass sie ungewohnterweise sehr viel positives Feedback auf der Straße zu ihrer Hautfarbe erlebt hat. Sie ist selbst halb Nigerianerin, halb Österreicherin und hat sich immer selbst als Bounty beschrieben, außen schwarz, innen weiß. Sie ist komplett in einer österreichischen Welt aufgewachsen, hat aber eben das andere Äußere und erzählt halt eben auch darüber, wie das für sie aus der persönlichen Sicht gewesen ist. Und sie hat sich auch schon in dem Artikel als Mischling beschrieben. Letztes Jahr, das hat man in Österreich doch mitgekriegt, haben wir eine riesige Mediendebatte ausgelöst, nämlich die Mischlingsdebatte, die bis nach Deutschland geschwappt ist. Schüler haben uns erzählt, dass sie jetzt nur noch auf einer Facebook-Seite sind, die heißt Ich liebe Mischlinge. Und dort haben halt Menschen, die von verschiedenen Nationalitäten haben, ihre Fotos gepostet und man hat sich halt gegenseitig schön gefunden. Und wir haben halt das aufgegriffen, spielerisch, haben einen kleinen Test gemacht, haben verschiedene Personen gebeten und dann konnte man raten, aus welche Nationalitäten sie besitzen. Natürlich konnte man das nicht sehen, also man konnte es natürlich nicht raten, das ist sozusagen der Clou des Tests.
Aber es hat auch eine große Debatte ausgelöst und wir haben von Nazi-Diktion, Nazi-Wörtern, Rassentest sehr viel, gerade aus der Medienwelt, sehr viel negatives Feedback erhalten. Gleichzeitig interessanterweise hat sich kein einziger Mischling, ich bin selbst einer, beschwert, was bei anderen Artikeln doch anders war. Und da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren. Wir haben das auch schon gemacht. Also ich habe eigentlich genug drüber diskutiert. Und die Frage ist aber eben offen geblieben, darf man das sagen? Was ansonsten? Und wer entscheidet darüber, was man sagen darf und wie man sich selbst bezeichnen darf? Die Konferenz endete mit einer Vorschau auf die am nächsten Tag stattfindende Workshop-Session, bei der vor allem erste Ergebnisse aus dem WIMS-Projekt präsentiert und diskutiert wurden.